Gala dachte sich so, der Max, der muss unbedingt seine Englisch-Skills üben. Daher haben sie für uns schon die nächsten zwei Skills als Preview rausgehauen. Einmal vom Ranger und einmal vom Bildposter. Gehen wir rein, zu finden ist das Ganze immer im Discord, beim Media-Channel. Falls ihr mal selber gucken wollt, euch nochmal was durchlesen wollt. Oder ihr guckt euch das Video einfach nochmal an. Ja. Den kleinen Radatsch hier vorne kennen wir schon. Note, ja, alle Skills können je nachdem, wie sie jetzt nochmal getestet werden. Wahrscheinlich auch, was die Community vielleicht dazu sagt und so, weil sie dann irgendwelche Verknüpfungen sehen, die vielleicht nicht beachtet haben und es eventuell doch OP machen könnte oder ähnlichem. Ja, gehen wir rein. Der Ranger ist dran. Boom Burst heißt der ganze Skill und ist ein Target AOE Skill. Also ist kein Free AOE Skill, ne, ohne Target, wie jetzt zum Beispiel Inskills, Merkaba und sowas alles. Sondern du musst auf jeden Fall dein Target angeklickt haben, um den Skill zu nutzen. It's a long range shot that sends out a shockwave in an area around the target, knocking enemies down flyback. Bloom Burst does not deal a lot of damage, but provides a considerable crowd control utility on a long cooldown, which can be useful in many scenarios. Lauter wie Butter. Der Text. Okay, gehen wir mal rein, gucken uns das an. Hier einmal in groß, bitte. Bloom Burst Skill Level 5. Für Level 100 freigeschalten. Sieht auf jeden Fall nützlich aus, gerade für Hit and Run ist das natürlich sehr, sehr cool, ne? Weil du schneller mehr Schaden austeilen kannst, indem du diesen Skill dann nochmal nutzt. Der macht zwar an sich selber kaum Schaden, aber natürlich die Monster kommen dann, wenn du deinen Pool gelootet hast und sowas alles, deinen Spawn, dann kommen die ja auf dich zu. Du kannst ein bisschen Schaden schon mal austeilen mit Ice Arrow, mit Poison Arrow, Flame Arrow, ihr kennt das Spiel, und könnt so mit dem Skill Boom Burst die Monster nochmal nach hinten pushen, um dann weiter Schaden auszuteilen. Gibt also ein bisschen Sicherheit mit dazu. Und ich denke auch, also das ist vom PvE-Aspekt und ich gerade auch für PvP, ist das natürlich ein Skill, ein Utility-Skill, der sehr, sehr interessant sein könnte. Gerade in Verbindung, wie wir jetzt Siege, also Guild War aktuell haben, für die ganzen Guild War Boys von euch, die daran interessiert sind. Wäre mal das Problem, oder was heißt das Problem, die Taktik, die zurzeit herrscht, ist ja das Turteln, wo alle in so einem Circle halt immer zusammenstehen und zusammen agieren, was auch eine coole und sehr effektive Strategie ist. Und ich finde, damit, insbesondere in Verbindung mit einem Psykebau und dem neuen Skill, kann man das sehr gut auch auflösen, ne? Weil du kannst mit dem Ranger, die natürlich dann Knock pushen, wegpushen, die können kaum agieren, die können dagegen halt auch nichts machen, dass sie dann halt wegfliegen als Circle, je nachdem wie groß die Range davon ist von dem Skill, und kannst zusätzlich als Psykeeper, falls du den auch noch in deinem Team hast, dann gleich Gravity Well, den neuen Skill, auf dem Boden auf die casten, und dann sind die da schon ziemlich gefangen, ne, und rennen wahrscheinlich, versuchen panisch wegzurennen, sind sehr langsam und man kann die dadurch ja gut ans Messer liefern und dann halt versuchen auch zu töten. Ne? Also diese Verbindung habe ich da gleich gesehen und ich denke mal, das ist sogar eine echt coole Taktik. Ja, das ist zu dem neuen Skill. Viel Schaden macht er nicht, aber sollen ja die neuen Skills auch nicht sein. Also keine starken Schadenskills. Ansonsten für einen PvE-Aspekt, bei Bossen muss man sehen, ob der Skill bei Bossen überhaupt funktioniert. Also sowas wie Red Meteonica, dass du den dann wegklatschen kannst, dass der ein Flyback hat. Ich weiß nicht, ob das nur bei normalen Monstern und Giants funktioniert oder auch bei so Bossen oder auch CB. Würde auf jeden Fall lustig aussehen. Kommen wir zum nächsten, zu dem Bildposter. Zuri's Tenacity. Oder, ja, Tenacity? Tenacity? Zuri müsste ja, glaube ich, der Bildposter Meister Weise sein oder sowas. Ist ein NPC? Das ist auf jeden Fall ein NPC, was, glaube ich, irgendwas mit Bildposter zu tun hat. Ist a short safe buffs which provides immunity to debuffs including stuns and rules as well as increased incoming healing. However, while Zuri's Tenacity is activated, you cannot use any skills. This skill is great tool for the one-on-one playstyle, providing you with short bursts of safety. The increased incoming heal stats, which is new, works on food items, healing from other players and lifesteal. Okay, also was haben wir? Ein Self-Buff quasi, der dich schützt vor Debuffs, including Stunts und Roots, und ich denke mal auch sowas wie
Poison, Dots und Silence und alles so eine Sachen, schätze ich mal. Also du kannst, glaube ich, gar keine Debuffs so großartig mehr erhalten. Zusätzlich dazu hast du eine HP-Regeneration von plus 50% auf Incoming Healing, also ja, wie wir halt schon hatten, Food, Pillen, Healing, Healrain und Heal und sowas alles. Und auch Lifesteal. Ja, gehen wir mal so rein in den PvE, also wo sehe ich das bei PvE? Wahrscheinlich Bosse und auch gerade die neuen Dungeons, da wird das wahrscheinlich auch wichtig sein, schätze ich mal. Ansonsten bei so Sachen wie Red Meteonica, ich glaube nicht, dass das jetzt so wirklich wichtig ist, dieser Skill. Für PvP sehe ich das da schon eher. Guild Wars sind wir wieder bei dem Thema. Ich schätze mal, ein ziemlich taktisch starker Skill, wenn er richtig eingesetzt wird. Zum Beispiel die Situation, als BP willst du jemanden Asalen Punkte holen, gehst rein in den Turtle, versuchst ihn schnell, jemanden, einen Target, der gerade versucht, irgendwie viele Punkte zu farmen, den irgendwie rauszunehmen und sowas alles. Ja, so ein Target dann halt sein. Asalst den, wurde es aber auch ein bisschen dann von dem Turtle von der gegnerischen Gilde gefokust, bist low HP geschlagen worden, musst dich versuchen, irgendwie schnell hochzuheilen, wirst geroutet und sowas alles. Dann kannst du natürlich versuchen, den Skill zu benutzen, kannst nicht mal gestunt, geroutet werden und vor allem, was sehr wichtig ist, denke ich mal, der wichtigste Aspekt ist das Incoming Healing plus 50%, also dass du dich halt sehr schnell wieder hochheilen kannst, weil wir alle wissen, Food, Pillen, das reicht nicht aus, das sind natürlich keine Lakotten und sowas alles, hat unter anderem langen Cooldown, muss schnell hochgeheilt werden und sowas alles. Also gerade da ist der Aspekt für so defensives Gameplay in Situationen, wo du dich halt einfach nur schützen willst und sowieso jetzt nicht auf dein Asal-Equipment da irgendwie weghauen möchtest oder auch nicht kannst, weil es viel zu risky ist, weil du noch low HP bist, ist das natürlich sehr, sehr cool. Also halt, wie gesagt, du hast jemanden Asal, gehst in deinen Turtle zurück, bist bei deinen RM, bei deiner Crew, aber musst dich auch erstmal hochheilen, erholen und sowas, da ist das natürlich ein Top-Skill. Einzige Negative an dem Skill ist, ist ein FP-Skill, das heißt, der castet relativ langsam, so wie wir hier sehen. Das ist die Cast-Time. Ist langsam, wird mit Magiebeschleunigung nicht erhöht. Muss man natürlich gucken. Kannst dich natürlich nicht asalen und drückst dann gleich den Skill, und während du im gegnerischen Circle mit drin bist, naja, dann bist du dann auch schnell tot. Ne? Also schnell kannst du ja dann auch nicht wieder weg. Aber ich finde, das ist ein taktisch sehr, sehr, sehr guter Skill, muss ich sagen. Aber ich würde ihn eher bei dem Spiel, wie wir es jetzt haben, ohne das Herbst-Update, eher für PvP sehen als für PvE so richtig. Ja. Das war's dann auch schon mit den Skills. Schreibt mir gerne eure Meinung. Es würde mich natürlich wieder sehr interessieren, ob ihr irgendwas noch seht, was ich nicht gesehen habe. Auf jeden Fall finde ich taktisch gesehen zwei coole Skills, womit man was anfangen kann. Gefällt mir sogar mit so am besten mit Psykeeper, BP und dann so Ranger ist so, was ich bis jetzt on top, also was ich so on the top sehe. So Jester fand ich, ist jetzt so, wie es gezeigt wurde, sehr schwer einzuschätzen und ja, auch kaum useful, wie ich finde. Aber das Ganze kann sich halt bis zum Release auch noch ändern und auch zum Release muss man halt gucken, wie die Skills nun wirklich in der Realität dann abliefern. Okay, das soll es auch schon gewesen sein. Für ein Gefällt mir und ein Abo würde ich mich natürlich sehr, sehr freuen. 80% meiner regelmäßigen Zuschauer haben nicht abonniert. Ich weiß, wie entspannt das immer ist, wenn man vom Fernseher, von der Couch und sowas alles über den Fernseher, über die Fernseh-App YouTube schaut und sowas alles. Und YouTube-Algorithmus ist ja auch nun mal so, dass man nicht abonnieren muss. Man wird sowieso gleich vorgeschlagen, die Videos, die man regelmäßig gerne guckt. Also egal, ob man abonniert hat oder nicht. Mich persönlich, ich bin auf dem Weg zu den 1000 Abos und mich würde es sehr, sehr freuen, wenn ihr mir das möglich machen würdet, dass so ein kleines Hobby einfach vierstellig wird als Zahl bei den Abonnenten. Wäre sehr, sehr cool.